Ja, da bin ich wieder. Wir haben jetzt alle. Mein Gott. Jetzt überschüttet mit Sachen. Und. Ja, gibt es Gebietssammlung? Haben wir jetzt alles. Ne, doch nicht. Gebietssammlung. Fehlt ja noch ein Gebiet, nämlich das hier. Und dann haben wir den. Und haben wir alle Vögel. Alle. Also, das sind die Viecher, die wir. Die schalten wir frei, wenn wir alle Viecher aus den Gebieten hier freischalten. Also zum Beispiel die Jersey-Straße. Wenn wir alle gefangen haben einmal, dann gibt er uns, weiß ich nicht, was es ist. Midgard-Schlange, glaube ich. Ist auch egal. Artensammlung. Wenn wir von einer Art mehrere Viecher gefangen haben. Also zum Beispiel die. Ja, Flügel zu Klo. Wenn wir alle Flügelviecher gefangen haben. Gibt ja verschiedene, weiß nicht, ein gelbes, ein rotes. Dann gibt er uns das hier. Und wie gesagt, das lässt gute Sachen fallen. Es ist auch relativ einfach. Könnte man probieren, aber ich habe jetzt keine Lust, wie gesagt. Und Monsteranstalter sind halt super starke Monster, die halt freigeschaltet werden. Und die geben uns auch Spheros, wenn wir welche brauchen. Zum Beispiel Erdverspeiser gibt uns Glücksspheros. Die sind ja super selten, aber. Wenn wir den Erdverspeiser besiegen, kriegen wir auch Glücksspheros. So. Ungefähr. Ja, hat da irgendwas Interessantes? Ne, noch nicht. So. Jetzt haben wir unser Inventar voll. Können wir mal gucken. HP Wundermail maximal MP der Gruppe wurde, werden verdoppelt. Goldene Sanduhren, Lichtstein, Zweigestirne, Bronzemesser, HP Wundermittel, Tore der Zukunft, Zockerseelen. Hier habe ich auch Level 3 Zverus und 4 Zverus gefunden beim Leveln. Wir haben hier noch schwarze Stein, silberne Sanduhren, Persusgranaten, Chocobo Down, Sternschleier, Magiequelle, Lebensquelle, HP-Pillen, Todeskerzen, Giftkrallen, Nesseiße Steine hatten wir schon. Wir haben jedenfalls eine Menge bekommen. Und die Sachen können wir auch, glaube ich, in Waffen oder beziehungsweise in. Dingens hier einbauen. Mal gucken, was cool ist. Motast ist alles. Autoprotest zum Beispiel, Lichtschleier, Lichtschleier. Oder Autohast ist auch immer gut. Bauen wir mal später was daraus. Autopotion ist cool. Raritätenfreak. Null-Monster. MP-Expander, HP-Expander. Ja. Gut. Auf jeden Fall eine Menge freigeschaltet. Menge Items bekommen. Und der Monsterfarmbesitzer ist auf jeden Fall glücklich. Nein, wie gesagt. Mir fehlt uns ja noch ein Gebiet, wo wir auf jeden Fall noch Monster fangen müssen. Aber das kommt erst, wenn wir Sin besiegt haben. Beziehungsweise. Den Kern. Die Hülle. So, so ist richtig. Und als nächstes. Gehen wir zu Batmene und verkloppen sie mal eine Runde. Können wir, glaube ich, schon fast die Waffen aufwerten, ne? Unsere Ultima-Waffen. Wäre mal eine Idee. Obwohl, ne, Backers Waffe können wir noch nicht aufwerten. Ich habe noch nicht die, ich habe noch nicht den Preis bekommen beim Blitzball.
wir speichern vorher. Weil den Kram da stundenlang durchklicken, da habe ich keinen Bock drauf. So. Bergman, zeig, was du kannst. If you've got what it takes to beat Sen, I should be no more than a bump in your path, right? So. Very well. Before we begin. Jetzt geht's los. Now, are you ready? Wir müssen gegen ihre Falfares gewinnen. Summoner. Gut beschwören. Und auf jeden Fall Anima. Und Anima ist unser stärkstes Vieh. So. Ich weiß nicht, ob Weltschmerz was bringt. Ach du Scheiße. Holy shit. Habt ihr das gesehen, den Schaden? 24.000? Stop. Ja, also easy. Ah, you have made some. Take this. Dämmersteine. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter kämpfen. I will. Nein. Very well. Now, are you ready? Fuck, wollte ich gar nicht. Übrigens, warum machen die Bestias 23.000 Schaden? Kann ich euch erklären. Weil die Waffen, die Solaris-Waffen, machen nämlich auch Expander auf die Animes, also auch auf die Bestias. Normalerweise können die auch nur 9999 Schaden machen, aber dadurch, dass wir die Solaris-Waffen gefunden haben, können die auch mehr Schaden machen. Ja, tut mir leid, dass wir das jetzt mal sehen müssen, ist ja erbärmlich. Schnell geklickt. Stop. Ja, Anima ist einfach, wollte ich sagen, ein bisschen unfair. Ah, you have made some. Take this. Well, Yuna? Oh, jetzt kriegen die Fritz. Very well. Now. Mache ich. Meine Minute wieder Anima. Einfach ein Breakschmerz. Noch. Das kann ich natürlich nicht zulassen.
Halt da einen kleinen Schaden. Stop. That is enough. Ah, you have made some progress. And for... Take this. X-Potions, 30 Mal. Schon geil. Well, you know... Xion. Very well. Now. Ja. Ich weiß schon, welche ich nehme. Ich nehme Anima. War einfach normal Angriff. 93.000 einfach so. Aus der Hinterhand. You've got quite... Very well. Now, our... Shiva! Okay. Kein Problem. Ist voll langweilig. Immer Anima nehmen. Ja, so wie der. Megaschlag. 99.999. Stop. That is enough. Ja, mehr geht auch nicht. Ah, you have made. Take this. Die überschütten mich gerade mit. I will be the judge of your AM. Behaupt. Very well. Now. Beschwören. Ja, ich weiß. Aber hier wollt ihr was lernen, ne? Und das ist einfach Stop. Easy. Ah, you have made some progress. And take this. It may come in handy. Die Blumenkrone. Jetzt haben wir die Knospelkrone vom Monster Farm Typen bekommen. Und die Blumenkrone. Und damit. Well, Yuna. Und damit können wir da vorne rein. Benutzen.
Blumenkrone. Somit haben wir die letzte Bestie. Und zwar das Magus-Trio. Wo wir vorhin gegen gekämpft haben. In der schwarzen Form. Muck, Duck und Rook. Und ja. Das ist das Trio. Und wir haben Delta-Angriff bekommen. Als Erfolg. Und Meister Beschwörung. I will be the judge of your Aeon strength. Are you good enough, I wonder? Ich werde mich anstrengen. So geht's gegen Jojimbo. Very well. Now. Jojimbo hat eine coole Sequenz. Und die Musik. Jojimbo ist cool. Ich mag Jojimbo, auch wenn man mit ihm nicht normal kämpfen kann. Weil man muss ihn für jeden Angriff, den er macht, bezahlen. Und dann hängt das auch noch vom Zufall ab, was er macht. Je mehr man ihn bezahlt, desto besser der Angriff. Oh. Oh. What the fuck? Wieso trifft das nicht? Ich bin so traurig. Wenn man seinen Hund greift an, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Den Malangriffen weicht er aus. Dann holt er nochmal Weltschmerz. Sieht man schon, es wird schwieriger. Ah, you have made. Take this. Schwarzer Stein. I will be the judge. So, Anima. Very well. Now. So, jetzt müssen wir gegen Anima und deswegen dürfen wir auch nicht Anima nehmen. Denn Anima gegen Anima, das ist nun wirklich. Wir nehmen jetzt einfach mal das Magus-Trio. Ja, das Trio verfolgt auch ganz komische Regeln. Man kann denen keinen normalen Angriff geben. Die machen einfach, was sie wollen. Werdet ihr jetzt sehen. Da steht Feuer an, hebt euch. Na los. Okay. Das war schon. Na los, hat schon gereicht. Stop. Weil entweder machen sie was oder sie machen nichts. Das hängt immer vom Glück ab. Ah, you have made. Take this.
Also es ist nicht gesagt, wenn man sagt, na los, dann stehen sie da entweder rum und machen gar nichts oder sie machen einen Normalangriff oder einen Spezialangriff. Das ist immer so ein bisschen. Very well. Now. Choose your Aeon. Summon. Jetzt wählen wir nochmal Annie, ne? Dann wird das ja was. Das war's. Wir haben alle ihre Bestias besiegt. Ah, you have made some pro- Take this. Thank you. Perhaps you'll teach me again someday? That's not possible. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go. Send her. Ja, wir besiegen sie jetzt. Yes. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Und damit haben wir das Luna-Siegel erhalten. Für Yunas Waffe. Wichtige Items, wollen wir mal kurz gucken. Da. Wir haben alle, außer das vom Wacker, weil wir noch nicht das Spiel gewonnen haben. Ja. Jetzt alle Waffen. Ja, gibt es ja nichts mehr zu machen eigentlich. Kann ich euch noch die Omega-Grotte zeigen? Mit Omega-Weapon drin. Ne, die müssen wir auch noch besiegen. Dann die Monsterfarmen, Spezialarten. Das müssen wir noch machen. Da wird auch ein Fest. Die, also zumindest die Spezialarten wollte ich euch einmal alle zeigen. Wie man die besiegt. Beziehungsweise. Ja, wie man die besiegt, genau. Und. Dann sind wir schon fast durch. Weiß ich nicht. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. So. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir machen jetzt die Waffen stark. Und, ja. Das war's dann. Dann mache ich im
irgendwann mal in der nächsten Part die Omega-Höhle. Da machen wir Sinn. Dann muss ich die Monster in Sins Farm noch. Sins Farm. In Sins Inneres töten. Beziehungsweise fangen. Und dann können wir uns um die Monsterfarm Spezialmonster kümmern. Und dann ist das Spiel auch schon fast Ende. Ach nee, die schwarzen Bestias auch noch. Und dann das Ende. Stimmt, die schwarzen Bestias sind's. Habt ihr ja gesehen, wie ich aufs Maul bekommen habe. So, da könnt ihr sehen, alle Waffen. Und wir machen jetzt einfach mal von Teil des. Würfel sind stärker. Jo. Jetzt müssen wir mal zweimal machen. Weil wir haben ja die Marke und das Siegel. Maximale Stärke erreicht. Ja, mache ich. Aber das ist ja langweilig, wenn ihr euch jetzt alle 7 Waffen anschauen würdet. Deswegen mache ich mal einen Schnitt und dann sehen wir uns irgendwann mal im nächsten Part wieder, denke ich mal. Bis dann. Tschüssikowski.